Nein! Ey, der war genau an der Stelle, wo er nicht sein durfte, liebe Freunde, willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted 2012. Wir fahren erstmal weiter mit unserem Lamborghini durch die Gegend und ja, wollen mal gucken, was wir noch so Schönes machen können. Wir haben ja noch drei Rennen, die wir fahren können. Ich würde sagen, die fahren wir auch erstmal. Fahren wir erstmal das hier, das ist nicht ganz so schwer. Ja, ich habe schon ein paar Kommentare unter den letzten Videos gesehen, unter anderem so ähnliche Kommentare bzw. ähnliche Meinungen zu dem Spiel, wie ich sie auch habe. Also auch wenn das Game jetzt nicht so dolle war, hat es hier und da echt Bock gemacht. Wir haben mich noch gerade eben erwischt. Ja, und einmal Auto-Vorschlag, dass ich mal nach dem Nissan GT-R 35 gucken soll. Ich weiß auch eine Stelle, wo der tatsächlich ist. Und noch ein anderer Vorschlag kam, dass ich tatsächlich das so machen könnte. Ja, dass ich, oh lol. Ja, dass ich alle zwei Folgen dann einen Boss mache. Ich denke mal, so mache ich das auch. Das heißt, diese Folge gehen wir dann auch sofort einem Most Wanted Gegner an. Lass mich jetzt mal die Cops loswerden. Ja, easy game. So, dann fahren wir mal noch die drei Rennen mit dem Lamborghini. Und mit dem Lamborghini würde ich dann auch gern Most Wanted Gegner Nummer 10 dann ja herausfordern. Und eventuell dann nächste Folge würde ich dann ja auch sofort nach dem Nissan GTR gucken. Und dann machen wir mit dem dann die Rennen weiter. Ich muss zugeben, manchmal sind diese Szenen so ein bisschen fragwürdig. Wie gesagt, letzte Folge haben wir, den habe ich ein bisschen getötet. Manchmal sind diese Kamerafahrten von Drogeneinfluss geprägt. Zumindest gefühlt. Aber die war jetzt mal ganz okay. Das war in Ordnung. Kann ich jetzt wenig für, dass er da einfach reingerasselt ist. Alles kein Problem hier. Hier sind alle Autos gestohlen. Die stehen ja alle am Straßenrand. Jeder kann sich so bedienen, ey. Das ist so eine Stadt, in der ich leben würde gerne. Ja, da stehen so ein paar Autos. Ja, kannst einfach einsteigen. Ist einfach, kannst einfach damit fahren. Fährst einfach in den nächsten, steigst einfach in den nächsten Lamborghini. Boah, was war denn mit dem Kopf los, Alter? What the fuck? Alter. Da wurde ich ja total zerfetzt. Wenn ich deswegen jetzt das Rennen verliere, dann werde ich erstmal eine richtige Massenkarambolage mit dem Kopf starten, ne? Ja, aber ich finde die Idee sehr gut. So parken Autos irgendwo, Schlüssel steckt, kannst du losfahren. So, aus mehreren Gründen will ich mal hier durchfahren. Einmal sieht das Auto scheiße aus, zum anderen brauche ich Nitro. Aber ich muss sagen, das Grün ist doch ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig. Gibt nämlich, meine ich, noch ein etwas anderes Grün von dem Lamborghini Huracan. Sieht, meine ich, ein bisschen besser aus. So, gewonnen.
Davon werde ich jetzt leider nichts einbauen. Also langes Getriebe und verstärktes, also verstärktes Chassis hast du natürlich dann irgendwie bei Road Rages oder sowas verwendet. Aber ansonsten habe ich immer Aero-Paket und sowas eingebaut und langes Getriebe habe ich, glaube ich, so gut wie nie verwendet. So, nächstes Rennen. Haben wir mal ein paar Wagen hier gefunden. Ich muss immer diese Teile da wegmachen, ne? Das stört mich irgendwie. So, Rennen. Okay, mal gucken, was wir noch für Farben haben. Orange geht immer klar. Ich muss echt sagen, was das Spiel auf dem PC angeht, habe ich es gar nicht so viel gespielt. Mag daran liegen, weil als ich das, sagen wir mal so, als ich so angefangen habe, so langsam von Konsole zu PC zu wechseln, das war so im Jahre 2016. Da habe ich noch damals eine AMD RX 480 gehabt. Und die war, glaube ich, so stark wie eine GTX 970, wenn ich jetzt nicht lüge. Also sprich für eine 1060 ungefähr, glaube ich. Und ich weiß nicht warum, aber mit dem Spiel gab es immer irgendwie Bluescreens. Das Spiel hatte einfach ab einem gewissen Zeitpunkt, nach einer halben Stunde Spielzeit, ist das Spiel einfach abgekackt. Und komplett mit PC, ich weiß nicht warum. Und ich hoffe, ich werde jetzt keine Bluescreens haben, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil das war ein ganz anderes PC-System mit einer anderen Grafikkarte. Also das Spiel kam einfach überhaupt nicht auf den Treiber klar. Beziehungsweise halt nicht auf die Grafikkartenmarke. Ist leider mal wieder so ein bisschen Anti-Werbung für AMD, beziehungsweise Werbung gegen AMD. Aber eigentlich ist es eine geile Marke, weil günstig. Wobei, bis auf bei Grafikkarten, da sind sie genauso teuer. Mehr oder weniger. Ja, was Grafikkarten angeht, da ist man leider mit Nvidia momentan immer noch am besten bedient. Vor allen Dingen, wenn du das Stärkste haben willst, dann kommst du an der 2080 Ti nicht vorbei. Die auch überhaupt nicht teuer ist. Und für diejenigen, die es nicht wissen, was ich habe eine GTX 1080 ohne Ti. Das heißt, ich spiele halt noch auf geschmeidigen Full HD, was mir momentan noch ausreicht. Aber ich sehe auch schon irgendwann Bedarf, mir da mal aufzurüsten. Aber dann müsste ich auch meinen Monitor upgraden und so. Und ja, das wird dann ein teures Vergnügen. Da muss ich dann erstmal noch ein bisschen abwarten. Jo, dankeschön. Einmal, Kollege. Alter. Kickt mich aus dem Leben, ey. Ich weiß, hier ist der Mercedes AMG SLS. Da haben wir auch einen GTR. Den können wir leider nicht fahren. Die sind ein bisschen aggressiv, ey. Hauptsache zwei V10-Motoren schreien sich an. Da wird's kein Scheiß bauen, ne? Boah, war knapp, ey. War echt ein knappes Rennen, ne? So, überspringen, anwenden und anwenden. So, fahren wir noch das. Oh, Tempojagd, das ist cool. Boah, dass ich da überall hinfahren muss, ne? Ich meine, irgendwann sind die Rennen natürlich freigeschaltet, dann kann man da hinspringen, aber. Ja, gerade am Anfang, da muss man erstmal diese ganzen Rennen entdecken. Was aber eigentlich gut ist,
Weil sowas bevorzuge ich eigentlich. Das habe ich auch schon beziehungsweise über Need for Speed Underground 2 erzählt. Ich finde es halt gut, wenn man zu Rennevents fahren muss. Boah. Ja, okay, schwarz ist ja nicht, eher grau. Aber sieht auch nice aus. Ich finde, gerade ein Lamborghini würde ich niemals grau kaufen, wenn ich mal irgendwie Geld haben sollte. Weil es gibt sowieso schon zu viele Autos, die silber sind. Also es ist halt, Autos sind so farblos. Polizei. Okay, das ging jetzt leicht. Gucken, ob wir überhaupt den Most Wanted Gegner überhaupt noch schaffen in dieser Folge, aber ja, doch, sollten wir hinkriegen. Was mir auch auffällt, die Most Wanted Gegner, ich kann mich da nicht mehr ganz so genau erinnern, aber ich glaube, man ist da ja eigentlich auch nur ein Rennen gegen den gefahren. Man hat den am Ende dann, glaube ich, noch so wie in Burnout Paradise rammen müssen. Also man musste halt einen Take-Turn verteilen und dann war die Sache gegessen. Das war wenigstens noch ganz cool in Most Wanted 2005, dass du wirklich so wenigstens mehrere Rennen gegen den gefahren bist. Das haben sie auch cool gemacht. Ja, das Game hatte schon seine Vorzüge. Also, wie ich schon in den letzten Videos gesagt habe, das Spiel hatte allgemein schon seine Daseinsberechtigung. Problem war halt die Vorgeschichte, dass dieser Burnout-Entwickler auf einmal da das Need for Speed gemacht hat. Ich meine, okay, 2010 Hot Pursuit, das hat er auch so ein bisschen durch die Takedowns und so, das hat er auch so seine Anleihen irgendwie. Aber da waren halt die Cops so wirklich das Hauptthema und das war dann auch okay. Man muss Runde 2012. Boah. Schwierig. Einfach nur schwierig. Schwierig zu bewerten, das Ganze. Also was ich mir halt echt wünschen würde, aber ich fürchte, das wird so nicht mehr wiederkommen, dass man wieder so diese Auswahl hat zwischen einem Midnight Club von Rockstar, dann einmal diese super arcadigen Rennspiele von der Burnout-Reihe halt. Da hoffe ich, dass da halt in Richtung Dangerous Driving jetzt was passiert. Also von den ehemaligen Burnout-Entwicklern sozusagen. Und ja, dass man halt in Sachen Need for Speed auch mal wieder was Gutes macht, da weiß ich halt noch, Alter. Kann sein, dass ich die Cops ein bisschen vergessen habe. Ich bin gerade zu doof, die loszuwerden, ne? Ja, ich würde sagen, das ging easy. Ja, 3,7 Kilometer, das ist okay. Ja, also jetzt hier dieses Jahr kommt ja ein neues Need for Speed raus. Ich hoffe, es wird gut. Zumindest gut. Aber ich denke mal, also ich glaube tatsächlich, dass es sogar gut wird, weil für mich war zum Beispiel Need for Speed 2015 schon echt gut. Payback an sich eigentlich auch, ja. Wobei ich auch wiederum sagen muss, kein Need for Speed war wirklich kacke. Also wirklich komplett. Also wirklich, also anfangs war es tatsächlich undercover schlecht, also wirklich richtig schlecht. Aber durch die Patches und so war es dann, na okay.
Aber Payback zum Beispiel war eigentlich auch ein gutes Need for Speed, nur da hat mich halt die Story so furchtbar kalt gelassen. Das Problem war irgendwie bei Need for Speed Payback, die Sache ist halt die, wenn du irgendwie Bock auf eine Komödie zum Beispiel hast, du willst einen Film gucken und du hast Bock auf eine Komödie, guckst dir dann aber ein Drama an, dann schaltest du in einer halben Stunde ab. Sagen wir mal so einen Film oder so. Und das war bei mir irgendwie bei Payback. Irgendwie hatte ich keinen Bock auf diese Geschichte. Ich wollte irgendwie was anderes haben. Ich wollte irgendwie was. In dem Fall jetzt nicht eine Komödie, weil das jetzt irgendwie so ein vager Vergleich ist, aber ja, das war bei mir so das Problem mit Payback. Apropos Payback, ich bin mal am Überlegen, das auch mal zwischendurch live zu streamen. Hat gewisse Gründe, ehrlich gesagt. Leider traurige Gründe. Oder doofe Gründe. Alfa Romeo. So, durchs Gelände mit dem Lamborghini. Ich habe gehört, das ist eine super Idee. Ich meine, solange es ein Lamborghini Urus wäre, könntest du das machen. Aber... So, jetzt sind wir erstmal wieder auf Asphalt unterwegs. Also im Nachhinein finde ich die Szene eigentlich ganz geil. Ich kann mich auch noch an die Szene erinnern, wo man später gegen den Lamborghini Aventador fährt. Ja, eigentlich wollte ich durch die Lücke, aber okay. Und das sieht auch ziemlich cool aus. Das ist zwar sehr... Ja, wie soll man das beschreiben? Ich denke mal, ihr kennt die Szene alle. Sehr speziell gemacht, aber mir gefällt es irgendwie. Oh, Nagelbänder. Und zum ersten Mal Nagelbänder. Was ist denn los mit euch? Kein Bock auf Nagelbänder. Obwohl, hier sind die ja nicht so das Problem. Man kann die ja reparieren. Okay, easy game. Werft ruhig Nagelbänder raus. Kein Problem. Das war auch so eins dieser ziemlich unrealistischen Dinge in Most Wanted 2012. Dass du einfach deine Reifen reparieren konntest. Ich meine, okay, das war schon heute bis für 2010 so. Da musstest du die gar nicht reparieren. Da sind die nach einer Weile, waren die Reifen einfach wieder in Ordnung. Nachdem du dich kurz mal zwei, dreimal gedreht hast. Ich will nichts sagen, aber der Gegner kann gerade nichts. Aber gut, ist ja nur Blacklist heißt schon. Verdammt! Ist ja nur Most Wanted Nummer 10. Nein! Ey, der war genau an der Stelle, wo er nicht sein durfte, ey. Scheiß Audi, ey. Okay, ich bin immer noch Erster. Ja, auch noch ein interessanter Kommentar, den ich gelesen habe. Übrigens, das müsste ich auch später mal ausprobieren, aber okay, wohl etwas später, weil den Wagen muss ich noch freischalten. Wenn man mit einem Bugatti in einer Tiefgarage ist und dann den Motor startet, dann gehen die Alarmanlagen von den parkenden Autos an. Das habe ich tatsächlich auch noch nicht gewusst. Ich muss doch mal Real Life sagen, der fliegt ordentlich durch die Luft, Alter. Und danach zerstört er sein Auto. So. Haben wir den ersten besiegt. Dein erster Most Wanted-Fahrer ist geschlagen. Aber das ist erst der Anfang. Willst du ihren Wagen und ihren Platz auf der Liste? Verfolge und besiege sie. Nur Gott sagen, die Cops sind jetzt auf einmal weg, oder was? Jawohl. Verdammt! Ich bin nicht gut genug, ich habe mich gerade getötet. So. Easy Game. So, tatsächlich haben wir sogar noch ein bisschen Zeit. Wo war nochmal der Nissan GTR? So, mit dem können wir ja nichts mehr fahren, ne? Ne, haben wir jetzt soweit alles auf Gold.
Das ist auch wieder so eine typische Burnout-Sache. Diese Platin, also diese, also nicht Platin, sondern diese ganzen Medaillen halt. Nur hier hat man das halt ein bisschen anders gemacht. So, Nissan GT-R. Ich frag mich jetzt gerade, wo einer sein könnte. Worauf ich auch Bock habe, ist der BMW M3 E92 tatsächlich. Weil der klingt im Spiel auch recht geil. Da hatten wir nochmal einen Lamborghini. Ja komm, fahren wir da mal kurz hin. Vor allen Dingen, kann man zu dem wechseln? Tatsache. Habt ihr nur dezent kaputt gemacht? Da steht der kaputte Lamborghini. Ja, Kameras haben wir schon viele entdeckt tatsächlich. Da haben wir einen Lancia. Ich kann mich noch in meinem alten Let's Play erinnern, das war so gut. Da habe ich dann den Lancia Dacia genannt und dann habe ich dann in den Kommentaren damals gesehen, so ja, wie lustig, dass er glaubt, dass das ein Dacia ist, obwohl es eigentlich ein Lancia ist. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Nein, es ist ein Lancia. Die Tafel, die lächelt mich gerade zu sehr an. Bam. Dann gibt es ja auch eine neue. Ja, aber ich glaube, wir sind tot. Ne, wir sind gerade in der Nähe, glaube ich, von dem GTR. Verdammt! Ach, Mann, ey. Ich wollte die Crash-Test-Möglichkeiten dieses Autos ausschöpfen. Ne, wir sind tatsächlich in der Nähe von dem GTR. Fahre ich mal flott hin. Das Problem ist, also das ist halt echt das Geile an diesen Freischaltungssystem mit den ganzen Tafeln und so. Das motiviert halt wirklich einfach so durch die Gegend auch zu fahren und das macht halt wirklich Spaß. Das war im Burnout schon gut und in Most Wanted 2012 ist es eigentlich geiler. Nur es gibt so ein Riesenproblem. Ich hätte es gerne in einem Burnout gesehen und nicht in einem Need for Speed. Das ist so das Problem. Ich denke mal, das ist so eins dieser Hauptgründe, weswegen sich dieses Need for Speed eigentlich nicht richtig anfühlt. So, die Tafel nehme ich da. Ja, komm, die nehme ich auch noch mit. Da ist der GTR. Hatte ich nämlich da noch richtig in Erinnerung. Ja, das ist, glaube ich, ein DLC-Auto. Fuck! Okay. Das Auto muss erstmal komplett zerstört werden. Was mich auch ein bisschen an dem Spiel stört, ist, dass die Anzahl der Reklametafeln und der Sicherheitstore schief ist. Dass es irgendwie 156 Reklametafeln sind. So, und ich habe ja mal in einem Video, oder in einem vorletzten Video oder so, ich weiß es nicht, gesagt, dass ein Song total kacke ist und wenn man den Gesang weglassen würde, wäre der Song total scheiße. Das ist der Song. Der ist nämlich richtig scheiße. Ich hasse ihn. Aber ich lasse ihn für euch trotzdem laufen. Ekelhafter Song, ey. Oh, der Klang. V6. Kann man die Musik ausmachen? Okay. Ja, gut. Ich habe jetzt einmal ein bisschen Fußball gespielt. Auf den habe ich auch Bock, ne? Also Dodge Challenger, auch mega geiles Ding. Vor allen Dingen, das ist, hat so ein bisschen... Kriegt man leider so ein bisschen Fast and Furious Flashbacks. Wo Brian O'Connor und Dominic Toretto damit fahren. Machen zuerst einen voll auf Drama. Ich weiß nicht, war das... Ich glaube Fast and Furious 6 war das, glaube ich. Wo sie auf einmal losfahren und auf einmal total dramatisch durch die Gegend fahren. Obwohl einfach nur, ich habe den Namen vergessen, wie heißt die nochmal? Ich weiß den Namen der Schauspielerin. Auf jeden Fall die eine, die Schwester von Dominic Toretto. Die kriegt auf einmal ihr Kind. So, ich würde sagen, ein Rennen machen wir noch. Oh, jetzt muss ich da wieder hinfahren. Mann! Boah. Ich habe ja mal erwähnt, dass der Klang in den Tunneln bzw. Unter den Überführungen, dass das echt geil ist. Klingt einfach super.
Also soundtechnisch war Need for Speed schon immer auf der Höhe. Ich kann mich an kein Need for Speed erinnern, was so soundtechnisch irgendwie nicht gut war. Und man muss sagen, der Sound ist in Need for Speed auch immer besser gewesen als in Forza. Ich weiß nicht warum, aber die Forza, die Jungs von Forza kriegen es nicht auf der Kette. Ich weiß nicht warum. Need for Speed kriegt das schon seit 2004 mit Underground 2 hin. Warum nicht in Forza Horizon 4, was von 2018 ist? Ah, Mann, ey. Ja. Mich tatsächlich so ein bisschen stört, ist, dass manchmal die Framerate so irgendwie auf 30 FPS droppt, wenn irgendwie zu viel abgeht im Spiel. Aber das ist wahrscheinlich spielbedingt, weil, naja, ich glaube, meine Grafikkarte ist jetzt nicht zu schwach für das Game. Aber gut. So, los geht's. Endlich mal wieder gute Musik im Hintergrund. Muss sie nur so leicht anstupsen. Oh, da ist eine Wand. Oh, da fahr ich mal rein. Jeder NPC in Most Wanted 2012. Immer. Geh weg, verpiss dich. Ich meine... Geh mir aus dem Weg. Boah, ja, bei Nacht sieht das Spiel auch nochmal geil aus. Boah, das war knapp. Nein! Der driftet. War zum Glück nur zwei Runden. Rundkurse mit zwei Runden finde ich sehr sympathisch. Das finde ich aber auch geil. Das hatte, glaube ich, die 360-Version nicht, dass hier irgendwie... wenn du hinter einem Auto bist und der Wagen tatsächlich einen Schatten wirft. Also grafisch ist mir das Spiel dann auf dem PC tatsächlich nochmal ein Stückchen besser gefallen. Aber ja, PC-Version hat halt immer wieder den Vorteil, ist halt schärfer. Und ja, über die Framerate habe ich schon häufig genug geredet. Das war irgendwie so eine andere Zeit, 2012. Vor allem was YouTube angeht, da hat man wenigstens noch Klicks bekommen. Nee, Spaß beiseite. Ich freue mich trotzdem über die, die hier reingeschaltet haben. Oh, fuck. Alter, ich krieg die Kurve nie, ne? Aber gut, ich nutze auch hier die Handbremse, also die ist halt wirklich gefährlich. Der Klang. So. Ich denke mal, die Geländereifen lasse ich mal weg. Aber die Nitrobrenner brauchen wir. So. Verdammt! Aber den müssen wir mal noch schnell entkommen. Ja komm, fahren wir da noch durch. Bam! So, ich stehe zwar eigentlich mitten auf der Spur, aber ist mir jetzt egal. Ja, Freunde. Ich würde sagen, das war es erstmal wieder mit dieser Episode von Need for Speed Most Wanted 2012. Ich hoffe, euch hat es gefallen und nächste Folge machen wir weiter hier in der, ja, nennen wir es Karriere von, ja, dem Spiel hier in, ja, Most Wanted 2012. Ansonsten, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.